Unser Abendgebet steige auf zu dir, Herr, und es senke sich auf uns herab dein Erbarmen. Dein ist der Tag und dein ist die Nacht. Lass, wenn des Tages Schein vergeht, das Licht deiner Wahrheit uns leuchten. Lesung aus dem Markus-Evangelium im 14. Kapitel. Und als sie bei Tisch waren und aßen, sprach Jesus: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch, der mit mir isst, wird mich verraten. Da wurden sie traurig und sagten zu ihm einer nach dem anderen: Bin ich's? Er aber sprach zu ihnen: Einer von den Zwölfen, der mit mir seinen Bissen in die Schüssel taucht. Der Menschensohn geht zwar hin, wie von ihm geschrieben steht, weh aber dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Und als sie aßen, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Nehmet, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen: Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs des Weinstocks, bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinke im Reich Gottes. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und Jesus sprach zu ihnen: Ihr werdet alle Ärgernis nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Petrus aber sagte zu ihm: Wenn auch alle Ärgernis nehmen, so doch ich nicht. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe denn der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er aber redete noch weiter: Auch wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten sie alle. Es ist ein Abend der unangenehmen Überraschungen. Anstatt sich am gemeinsamen Beisammensein zu freuen, spricht Jesus von Verrat, von Ärger und Zerwürfnissen, am Ende sogar von seinem nahenden Tod. Das irritiert die Jünger. Sie fühlen sich wie vor den Kopf gestoßen. Thomas, der ewige Skeptiker, genauso wie der selbstsichere Nathanael. Matthäus, der Zöllner, und die zielstrebigen Brüder Jakobus und Johannes. Der wie ein Fels in sich ruhende Petrus, ebenso wie der innerlich zerrissene Judas. So verschieden die Jünger sind, so unterschiedlich fromm, so vielfältig in ihren Meinungen und Ansichten, in einem Punkt sind sie sich an diesem Abend einig. Mit so etwas haben sie nicht gerechnet. Was Jesus sagt und tut, widerspricht ihren Erwartungen und Vorstellungen. Er ist anders, als sie ihn haben wollen. Wir Menschen teilen einander gern in Schubladen ein. Der ist so, die ist anders. Von dem kannst du das erwarten, von jener nur dieses. Stempel drauf, Schublade zu und fertig. Doch ist das nicht im Sinne Jesu. Er will nicht, dass wir mit Menschen irgendwann fertig sind. Gott ist es schließlich auch nicht mit uns. Statt also vorschnell zu urteilen, lieber aufgeschlossen bleiben.
Statt über jemanden den Stab zu brechen, lieber versuchen, ihn noch ein bisschen besser zu verstehen. Statt sich abzuwenden, lieber dranbleiben. Das ist leichter gesagt als getan. Schnell gerät man dabei an die eigenen Grenzen. Was Jesus seinen Jüngern an diesem Abend auftischt, ist schwere Kost. Doch er mutet sie ihnen zu, weil er will, dass sie in seiner Gegenwart ehrlich sind und sich nichts vormachen. Auch nicht im Blick auf ihren Glauben und ihre Beziehung zu ihm. So mutig und entschlossen, wie sie sich jetzt zu ihm auch bekennen mögen, sie können die Hand doch nicht für sich ins Feuer legen. Wie leicht wird der Freund verraten, wenn es dem eigenen Vorteil dient? Wie schnell wird die eigene Haut gerettet, wenn die Angst im Nacken sitzt? Und wie rasch gerät ein stolzes Bekenntnis ins Wanken, wenn das eigene Herz verzweifelt? Es sind unangenehme Wahrheiten, die Jesus auf den Tisch bringt. Doch nur wenn alles auf den Tisch kommt, kann auch reiner Tisch gemacht werden. Und deswegen ist dieser Abend vielleicht doch weniger ein Abend der unangenehmen Überraschungen, sondern vielmehr der heilsamen Irritationen. Heilsam auch, weil Jesus es ja nicht belässt bei der schweren Kost der Selbsterkenntnis. Er reicht seinen Jüngern auch Brot und Wein. Beides wird zum Symbol für seine Nähe. Die ehrliche Auseinandersetzung mit sich selbst muss also nicht im leeren Raum geschehen. Ich bin mir nicht allein überlassen. Jesus ist da. Er hilft mir, damit ich mit mir auf gute Weise ins Reine kommen kann und mit meinen Mitmenschen und Gott Frieden mache. Dazu sind wir am Gründonnerstag eingeladen und an den Tisch des Herrn gerufen, auch wenn es in diesem Jahr wieder einmal bedeutet, dass wir nur in Gedanken Platz nehmen können zwischen Matthäus, Johannes, Jakobus, Petrus und all den anderen. Aber wie die Jünger wollen wir auf Jesu Worte hören und im Geist Brot und Wein aus seiner Hand empfangen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede Gottes, der all unser Verstehen übersteigt, sei ein Schutzwall und eine Wacht um eure Herzen und Gedanken, dass nichts euch trennen möge von Jesus Christus. Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.